Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AnyroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. Warped. In der letzten Folge haben wir Welt Nummer 4, Warp Room Nummer 4 angefangen. Und die ersten drei Level einfach mal so runtergerast. Ja, machen wir weiter jetzt damit. Und Future Frenzy, okay, die erste zukunftsbasierte Level. Das wird ein Spaß. Die sind immer die schwierigsten. Future Frenzy. Da meldet er sich, ne? Zwischenzeit etwas verändert. Verschwinde oder du wirst ausgelöscht. Meine Güte, was die heute für Probleme haben, ne? Wie alle Kristalle wollen und so, voll ernst meinen die das. Warum? 133, leck mich. So. Das wird lustig. Ich habe jetzt keine Horror-Level so in Erinnerung in dem Spiel. Bis jetzt läuft es ja noch wunderbärchen. Oh, Swag. Whoop. Ja, das ist natürlich jetzt wieder sehr schön hier. Hi, na? In dem Angriff ist man so unsiegbar, ne? Man Gegner treffen kann. Nicht toll. Und die Leben, die tun sich immer weiter stapeln. Also mit dem Leben hier werden wir kein Problem haben. Das ist ja mal ein bisschen offensichtlich. Ah ja. Zack! Das hätte da so eine TNT-Kiste sein müssen. Okay. Jetzt zur offiziellen Level oder wie? Noch ein Side-Scroller. So, ich kann ja nicht runterspringen, ne? Warum will ich halt überhaupt versuchen, Mann? Was macht ihr denn da? Ich hab's voll drauf. Ich weiß noch, wie die Dinger hier ohne solche Professor-Typen gesetzt waren. Aber knapp. Der auch. Ja. Einfach plopp weg. Willst du denn? Ich habe einen Doppelsprung. Warum ich überhaupt da drauf bin? Genau so da drauf. Ah, okay. Ja, vorsichtig. Okay. Boah, aber knapp. Oh, mein Herz. Ich bin immer noch so paranoid, dass irgendwo sich hier ein paar Kisten außerhalb meiner Sichtweise verstecken. Ich könnte es wagen. Nein, Akaku. Verdammt, ich wollte seine Federn aufsammeln. Und ich. Ich warte noch ein bisschen. Die sind doch allgemeine großzügiger in den Spiel, kann das sein. Früher muss es ja, oh Gott. Früher muss es ja auf alles achten. Ich erinnere mich ja nur an den betrunkenen Plattformen aus dem ersten Teil. Wo der Rhythmus ja überhaupt nicht gepasst hat und du echt Glück haben musstest manchmal. Oh, okay. Wir haben so Schilder an der Wand, die sagen uns, was wir machen sollen. War knapp. Wir müssen einen Doppelsprung einsetzen. Wow, okay. So, sehr gut. Hier muss ich den Doppelsprung und den Tornado machen. Oder mich drehen, einfach nur, keine Ahnung. Oh Mann, was? Autsch. Aua, Mann.
War voll schwer, die Stelle. Fand ich jetzt. Wesentlich die Musik jetzt chillig. Ja, außerdem will ich die 2-3 Leben haben. Nein! Warum machst du keinen Doppelsprung? Jetzt geht's wieder los. Zum Glück kann ich ja kein Leben verlieren. Ich habe nur 58 Leben, mir kann nichts passieren eigentlich. Sagt er. Und dann hat er 20.000 Leben verloren. Wie es geht, obwohl er nur 58 hatte. Keine Ahnung. Fragen Sie mich. Ich bin einfach nur der Typ, der auch sowieso hier den ganzen Tag spricht. Nein! Muss ich schon bei der Punktsprünge machen oder was? So macht man das. So pasch. So, sehr gut. Und 60 Leben, da ist der Checkpoint. Yay! Darf ich noch nicht verrecken? Voll gegen mich hier gestoßen. Und zack. Ist der Kristall. Okay. Okay. So. So, die Hälfte haben wir ungefähr. Ich glaube nicht, dass ich die nur alle bekommen. Oh, kommst hier entlang. Da wird die andere Seite gehen. So. Oh man. Wo sind hier Dingens hier ein Eingang gewesen zu dem Ding? Ich habe nirgendwo so eine Plattform gesehen. Na gut. Oh, schon wieder was verpasst. Nee. Hier ist sogar noch irgendwo ein Edelstein. Leck mich. Achso, nee. Da waren wir doch. Und wieder so eine Level Tom Vader oder war da, was weiß ich. War da was? So, da würde ich gerne mal den blauen Edelstein bekommen. Wenn es geht. Okay. So. Wir sind ein Bandicoot, wir können natürlich nicht schwimmen. Wo wir tauchen können, ja. Das habe ich gerade gesagt. Okay, erstmal knapp. Ja, genau. Das mal aktivieren. Muss man auch machen. Schlürp. Hilfe! Hilfe! Okay. Oh Mann. Ja. Crash hat bestimmt Durst von all den Abenteuern, ne? So, Pfeiler. Ich hoffe, einen Arm nehmen? Hier. So, 8 von 88. So, ja, ich... Einfach so kommentarlos da runtergefallen. Wie viel gab's da? 25. Ja. Zack. Ich glaube, die hätte man noch mit so einem Bauchklatscher kaputt machen können, aber... Lass mal das. Tut das nicht weh? Tut das nicht weh? Was? Warum nicht? War nicht so ein Dreck. 1, 2, 3.
4, 5, okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht liegt er daran, dass ich den Analog benutze. Oh Mann, bin ich doof. Oh Mann. So, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Was? Boah, leck mich. So knapp, Mann. Sehr schön. So. Oh mein Gott. Ah, oh Mann. Das Spiel. Leute, okay. Na, das war gut. Wo ist der verdammte blaue Edelstein, ganz ehrlich? Ja, wahrscheinlich irgendwann mal durch eine Level durchrennen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ich genau weiß, dass das irgendwie der Fall sein wird. Bei einem. Oh. Ach nee. Ich dachte, das wäre so eine Plattform, wo ich zu so einem Ding komme. Anscheinend nicht. So, Checkpoint. So, und hier ist was sehr Böses. Da gehen wir doch mal rein. Das ist ein Checkpoint, hallo? Also ich hab den blauen Edelstein mal. Oh Mann. Der war noch chillig aus bis jetzt. So. Lass mich raten, ich muss mich so darüber halten, ne? Ja, bitte. Damit ist nicht weit entfernt. Oh Gott. Zum Glück habe ich Akku. Oh Mann. Kann aber jetzt schon sagen, dass er nicht annähernd so schwer ist wie die Sachen aus dem zweiten Teil. Oh Mann. Oh Scheiße. Nee. So, da ist er. Oh Mann. Wieder Ausgang. Da muss ich ja noch mal hier rein. Ah. Das ist ja. Egal, den blauen Edelstein. Das ist auch was wert, ne? War aber nicht so schwer, fand ich jetzt, ganz ehrlich. Oh, und da tanze ich erstmal ab. Boom, boom, tschakalaka, tschakalaka. Oh, okay. Entschuldigung. Und nochmal da rein. Oh Mann. Da wird ja lustig. Ist auf dem offiziellen Wege aber erledigen. Und da ist schon wieder eine Aquakmaske, die auf mich wartet. Ich habe den doch im Warp Room mit mir. Oh, schneller. Aber hat ja ein bisschen schneller diesmal. Genau, die Musik in dem Spiel richtig gut. Oder war zu früh? Nö. Ja, okay. Ich hoffe, die ist jetzt explodiert. Wenn man manchmal aus dem Bildschirm geht, dann wird halt nicht gezählt. Aber ja, ich hatte 8 zu dem Zeitpunkt, genau. Oh nein, jetzt muss ich die Bonuslevel nochmal machen. So. Nein, warte. So, zack. Nein, das war eine Kackkiste, ja.
Zack. Hey. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, oh, ups. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh ja, jetzt kommt gleich da hinten. Nein! Ich bin doch da drauf gegangen. Oh. Warte mal, wenn ich welche hier kaputt mache, dann explodiert ja auch das Dingens, ne? Warte mal. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Nein! Da sind so viele Sachen weggeflogen, die ich liebe. Ja, ich kann das, glaube ich, explodieren lassen, oder? So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das eine Leben, das ist mir egal. Oh Mann! So, jetzt jag ich das hier in der Luft und dann geht doch alles da kaputt, ne? Ja, kein Leben für mich, aber egal. Echt kein Leben für mich, verdammt. Ha, ein Leben für mich. Sehr gut. So, weiter. Wupp. Ja, ich weiß, ich drücke sie auf Dreieck. So wird das Ding natürlich auch praktisch. Nein. Oh, da krieg ich auch wieder neben, ne? Nö, ey. Nein, verdammt. Ah. Ah, wieder getrunken. Ah, Hilfe. Für meinen Krankenwagen, für meinen Koko. Ja, bestimmt einen Doktortitel. Der hat einen Laptop, die ist klug. So. Wieder hier. Zum dritten Mal, ja, zum dritten Mal. Nein, nicht schon wieder. Ach. Kann ich mich eigentlich schubsen oder so? Wäre ja voll unhöflich. So, mach mal das. Wow. Das war knapp. Muss ich bis dahin nicht sterben oder so? Ich weiß gar nicht, was der Auslöser für das Ding ist. So wie bei den anderen Dingern. So, irgendwann habe ich jetzt aktiviert. Ich weiß noch nicht was. Gut, ne? Ach, das okay. Excellent. Wie soll man denn hier einen Speedrun machen? Also eine Relikt-Herausforderung. Ich glaube, da war zu früh. Nö, genau gereicht. Wir haben noch sehr weit entfernt von der maximalen Anzahl an Kisten. Ich hoffe, die Level ist noch ein bisschen lang. So. Kannst du nicht in die Kisten da reinlaufen, in die Nitro-Kisten? Wäre voll geil. Geh weg. Ich bin schon ein paar Mal getroffen, ja. So, erstmal die Dinger kaputt machen.
So, da ist nix. So, sehr gut. Ja, langsam können wir auch mal am Ende ankommen. Ja, gut. Ist ja gut. Weil. Geh weg. Ich glaube, da war zu früh. Weiß nicht. Boah, ich wollte schon sagen. Der ist irgendwie nicht sofort aufgetaucht, deswegen dachte ich jetzt. Der ist irgendwie zeitverzögert aufgetaucht, deswegen dachte ich jetzt, oh nein. Aber gut, so. Welt Nummer 4 haben wir damit auch abgeschlossen. Bis auf die Relikte natürlich, selbstverständlich. Wir haben sogar hier zwei Edelsteine bekommen. Boah. Oh, oh, hu, hu. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Der Rest folgt. Na gut, dann würde ich sagen, den offensichtlich sehr geheimnisvollen Boss, den wir jetzt gleich bekämpfen. Denn wir kämpfen in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Warped. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.